Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir nun endlich den Eden-Splitter zurückbekommen und wir haben ihn auch gleich ordentlich benutzt, um Cesares Pläne zu durchkreuzen, Verstärkung anzufordern gegen die Assassinen. Und jetzt sollen wir Cesares Heer komplett auslöschen, zusammen mit den anderen Assassinen. Mann, was wollt ihr denn? Klappt euch lieber selber die Schnauze voll. Gut, der Pfeilhagel ist verfügbar. Okay. Wir müssen uns gar nicht verstecken. So, wo sind denn jetzt... Ganz Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Bitte. Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Micheletto. Insieme per la vittoria! Vittoria, Assassini! Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie doch, wissen, was sie dann erwarten. Und mein Reich wird wiederhergestellt. Nein, das nicht. Bartolomeo kommt, glaube ich, allein zurecht. Dass die Assassinen untergehen. Was ist jetzt hier das Ziel eigentlich? Nur durchzuhalten? Cesares Männer töten. Ja. Und nicht sie zu verschrecken. Rubiane eliminieren beendet. Rabatt beim Anheuern von Söldnern. Nicht schlecht. Eieieiei. Na los, Ezio, raff dich auf. Ich will, dass die Assassinen heute... Okay. Entweder gerade so geschafft oder einfach nur die Zeit überstehen. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Micheletos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Man sollte schon die Jungs mit den weißen Jacken und den Schmetterlingsnetzen rufen. Der Typ ist nicht mehr ganz... Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg.
Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwag zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Mhm. Wow. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Hm. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Oh je. Eine Saat säen. Jetzt hier. Okay. Sequenz 8 beendet. Neue Gegenstände bei Kunsthändlern freigeschaltet. Ich dachte schon, wann kommt jetzt hier dieser Übergang? Hm? Und da war er schon. Gut, damit wären wir in Sequenz 9. Oh. Geht's zurück zu Desmond und Lucy? Schemenhafte Bilder. Aha. Jetzt sind wir hier. Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Los! Ihn endlich um, das Schwein! Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Während ich feige abhaue. Ja schön, ihr wollt's ja nicht anders. Mit dem Hammer kann ich mich jetzt endlich mal austoben. Wow. Was ist denn hier los? Der schießt jetzt sogar auf seine eigenen Leute, oder? Mit Kanonen. Viana, März 1507. Oh. Der Sturz. Ich brauche Nachschub. Das Olivenfeld erreichen. Na, wenn ihr schon mit fertig ist. Pferd reißt es sich schneller. Jetzt geht's auf einmal mit Galopp, ja? Wow. Hopp. Die Ruine ist im Olivenfeld vor. Wow. Ah, Pferd hat's erwischt. Scheiße. Dort oben wird er sein. Schade. Man kann diese Montur durch die Romulus-Verstecke gar nicht hier wirklich zum Abschluss auch noch tragen. Schade, schade. Okay, Edensplitter ist nicht da. Wir haben ihn ja in Rom gelassen. Nimmt ihn!
dachte, dass Cesare Borja die Navarese befehligt. Navarese? Aha. Oh, 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 oh. Wie lange kannst du weiterlaufen? Länger als ihr. Verflucht nochmal. Ich hab nicht mal meine Assassinen hier zur Hilfe. Auf die Rippe zielen! Pfoten weg. Das einfach luschen. Müssen mit Dreck werfen, das ist sowas. Okay, jetzt möglichst Konflikte vermeiden. So, wo ist der nächste von denen? Der bestimmt hinter dem Haus. Also weiter. Ayúdame, mi hijo está herido. Nein. Alter, lass. Was geht's noch? Ey. Verbrecherische Bande. Muss endlich aufhören. Ja, super, Ezio. Schön daneben gesprungen. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. So straft der allmächtige Gott Caesar. Gerechtigkeit hört mir den Mist auf. Alle ab. Anonym werden, ne? Na, kommt doch. Na, komm schon her. Komm doch. So, das ist Schluss hier. Auf den Belagerungsturm klettern, hm? Uiuiui. Na, was ist denn jetzt? Okay. Hierauf? Nein. Hierauf? Nein. Okay. Ach, Leiter. Leiter. Oh, ich bin doch blöd. So. Was hoch da? Jetzt, wir fallen zurück. Haha, auf ihn!
Nee, nicht aufheben, Mann. Du solltest bloß das Messer wegstecken. Ah, hier ist was los. Okay. War nicht gerade der beste Pfad jetzt, aber es ist immerhin einer ohne Kämpfe. Ja, gut, nicht ganz. So, Cesare, wo bist du? Ah, dort oben. Okay. Leute, ich werde hier wieder einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann werden wir uns endlich um Cesare kümmern. Bis dahin, tata!